Ah, und liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 2017. Ja, wir sind mittlerweile in Bahrain angekommen. Und es gibt erstmal gute und schlechte Nachrichten. Ich hatte ja so ein paar Fahrzeugverbesserungen in Auftrag gegeben, weil ich habe festgestellt, dass ich das System nicht so richtig verstanden habe. Erstmal hören, was der Agent sagt, was wir im Qualifier erreichen sollen. 16. oder höher sollen wir werden und Alonso schlagen natürlich. Gut, werden wir versuchen. Ja, wie gesagt, gute und schlechte Nachrichten. Ich gehe mal kurz drauf hier. Mir zum F&E bauen will ich. Und da sieht man meine beiden Verbesserungen hier, Chassis und Aerodynamik, sind beide fehlgeschlagen. Kosten jetzt nochmal 500, um sie nochmal zu erforschen. Jo. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Leider keine Upgrades fürs nächste Rennen. Außer das Reliability Upgrade, das hat funktioniert. Und das Motor Upgrade hat funktioniert. Hat allerdings, wenn man unten den Balken sieht, den Stärkebalken sieht, nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft hatte. Hat zumindest immer ein bisschen rangerückt. Also ein, zwei Prozentpünktchen besser sollten wir jetzt sein. Allerdings weiß ich nicht, ob sich das aufhebt mit der Abnutzung von dem Motor, den er mittlerweile hat. Da komme ich später noch drauf. Ja, und das Reliability Upgrade hier hat funktioniert. Zumindest das. Abnutzungsgrad aller Antriebs- und Getriebekomponenten um 10% reduziert. Das ist ja schon mal ganz brauchbar, denke ich. Und ja, ich habe das wirklich nicht so richtig geschnallt. Denn ich hätte erst was anderes erforschen sollen. Und zwar, man sieht hier oben diese Dinger. Das hier auf der linken Seite bedeutet, dass die neuen Forschungen 10% weniger Ressourcenpunkte kosten. Das wäre eine gute erste Forschung gewesen. Und hier auf der rechten Seite heißt, das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Upgrade fehlschlägt um 7,5%. Das hätte ich mal zuerst nehmen sollen. Tja, da aber jetzt das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, werde ich meine letzten 500 jetzt nochmal einsetzen und versuchen, dieses Flügel-Update wenigstens hinzukriegen. Zack, 500 investiert. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das diesmal klappt. So, hier sind mir die Teile, die Abnutzung. Der Motor ist bei 72% nach dem Training. Ja, weiß ich nicht. Ob ich da das Rennen mit noch durchstehe, ist fraglich. Das Lustige ist, dass ich damit eigentlich sogar noch das nächste Rennen auch noch fahren sollen. Glaube, das wird nicht funktionieren. Also ich rechne mal insgeheim mit einem möglichen Ausfall in dem Rennen hier. Und wenn nicht hier, dann wohl im nächsten. Wobei halt hier Getriebe und so, das sieht eigentlich alles noch gut aus mit 37%. Das ist eigentlich in Ordnung. Das muss aber auch sechs Rennen halten, sehe ich gerade. Aber damit sind wir bei 37% am dritten Rennen immer noch ganz gut dabei. Nur hier der Motor, der macht mir halt Sorgen. Denke mal, der wird nicht mehr so viel aushalten. Vielleicht dieses Rennen noch, aber danach werde ich entweder wechseln müssen oder halt einen Ausfall kassieren. So, hier sind wir noch, haben wir noch kurz gesehen, wie die anderen Teams zu mir stehen. Da habe ich ein paar Pluspunkte gesammelt nach dem 13. Platz im letzten Rennen. Das kam gut an. Die Rivalität ist weiterhin ausgeglichen, 9 zu 9 gegen Alonso. Das heißt, auch da sind wir zumindest noch mit bei der Musik. Jo, dann gehen wir mal rein jetzt, Quali. Bin mal gespannt, ob ich jetzt mit dem Motor-Upgrade
vielleicht es ins Q2 mal schaffe. Stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Ich möchte kurz mit dir über die Strategie in diesen Qualifying-Sessions reden, Stefan Römer. Wie kann ein Fahrer es schaffen, die paar nötigen, wichtigen Zehntelsekunden schneller zu fahren? Im Qualifying geht es weniger darum, die Herangehensweise zu ändern, eher darum, einen guten Lauf mit wenig Treibstoff im Tank zu wiederholen, den man im Vorfeld der Session schon mal abgeliefert hat. Man strebt schließlich nach Perfektion und da wird es ganz schwierig, wenn man etwas völlig Neues versucht. Es gibt einige Faktoren, die den Weg zum Ziel erschweren können, etwa ein ungünstiger Startplatz oder unerwartete gelbe Flaggen. Vor allem in Kombination mit den wechselhaften Streckenbedingungen muss man eben den richtigen Zeitpunkt zum Rausfahren erwischen. Als Fahrer muss man diese Ablenkungen ignorieren und sich voll und ganz auf diese eine schnelle Runde konzentrieren. Ja, beim letzten Rennen habe ich das Q2 ja verpasst, weil ich mich verzockt habe. Da dachte ich, ich wäre eigentlich schon sicher drin und bin dann am Schluss noch durchgereicht worden. Das wird mir diesmal auf jeden Fall nicht passieren. Also diesmal werde ich alles ausfahren, was geht. Wir gehen gleich mal auf die Strecke hier. Kurz nochmal die Reifen gucken. Also das Setup hat er. Reifen. Da habe ich Super Softs, okay. Dreimal Super Soft und einmal Soft habe ich zur Verfügung fürs Quali. Okay, dann werden wir das gleich mal testen mit dem ersten Supersoft-Satz. Okay, und raus auf die Strecke. Also Bahrain, ich habe festgestellt im Training, der Kurs liegt mir nicht so gut. Nur einige Stellen dabei, wo ich so meine Schwierigkeiten habe. Mal gucken wir mal, was die Runde hier, was ich da rausholen kann. So. Jetzt habe ich schon auf die Start- und Zielgerade und die erste fliegende Runde läuft gleich. DRS aktiv. So, das DRS springt manchmal wieder raus, wie man unten sieht. Weiß nicht genau, woran das liegt. Es scheint irgendein Bug im Spiel zu sein. Muss man halt immer wieder drücken, ein bisschen glücksabhängig, ob man halt die volle DRS-Power hier abrufen kann für so eine Runde. Aber gut, damit kann ich leben, wenn das alles ist. Das bringt eh nur 1-2 km/h, paar Tausendstel Unterschied. Bisher noch ganz sauber aus, die Runde. Das war nicht so ganz optimal. Wenn Vettel gerade die Bestzeit gefahren ist. Das war auch nicht gut. Also die Runde, gerade an der Kurve da, wo ich jetzt gerade war, die hat mir arge Probleme bereitet, schon im Training. Insofern, die habe ich auch nicht richtig hingekriegt. Also ich weiß nicht genau, wie man die fahren muss. Hier auch ein bisschen rausgekommen. Also in der Runde ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Die war noch alles andere als optimal gerade. Und zurück auf Startziel. Die letzte Rundenzeit bringt dich auf P6. Und 2,2 Sekunden Rückstand, 1,354. Zumindest meine persönliche Bestzeit. Im Training war ich 1,358 gefahren. Wir gucken, ob wir gleich noch eine Runde dranhängen können hier. Bin etwas schneller. Gar nicht gut gekriegt. Aber ich bin immer noch schneller als meine Zeit.
Mist, hier bin ich weit rausgekommen. Ja, damit ist die Runde auch dahin. Da habe ich viel Zeit verloren. Und ich denke, ich werde dann in die Box fahren. Ja, jetzt ist endgültig dahin. Dann fahre ich in die Box und hole mir neue Reifen. Boxeneinfahrt ist ziemlich tricky hier. Einige Verwarnungen kassiert im Training, weil ich zu schnell gefahren bin. Also da fängt halt ziemlich früh an der Boxeneinfahrt halt schon dieses Schild an, wo man nur noch 80 fahren darf. Da wird es im Training, im Rennen hoffentlich nicht zu Problemen kommen. So, aber die erste Zeit haben wir mal gesetzt. Das war 4 Zehntel schneller als meine Bestzeit aus dem Training. Insofern nicht ganz katastrophal. Gucken wir mal, wie wir da so platziert sind, sobald sie mich hier reingeschoben haben, die Kollegen hier. So, ich denke, ich werde vielleicht noch einen Stint so gegen Ende fahren. Hoffen, dass ich mich dann nochmal verbessern kann. Dann habe ich nämlich noch einmal Supersoft für Q2, falls ich es dahin schaffe. Bisher bin ich Zehnter. Die Abstände sind alle ziemlich eng beieinander. Eine Zehntel schneller und ich wäre schon auf Platz 7. Schauen, wie die anderen so fahren. Aber bisher habe ich nur die Sauber hinter mir lassen können. Aber ich bin nicht weit weg von der Musik. So, Alonso fährt und war langsamer als ich. 7 Zehntel langsamer als ich. Gut, ich fahre nochmal raus. In der Hoffnung, dass ich diese eine Zehntel da noch knacken kann. Andere Reifen nehmen. Die sind angefahren. Genau, ich will frische Reifen. Zack. So, dann mal gucken, ob ich es nochmal toppen kann. Auf ein neues. Minuten noch übrig im Q1, das heißt, es reicht noch für 2 fliegende Runden. Ich hoffe mal, da kann ich mich noch ein bisschen verbessern, weil momentan bin ich 17. und wäre raus. Aber wie man ja eben gesehen hat, ich brauche nur 1-2 Zehntel, um die vor mir noch einzuholen. Das wird doch irgendwie noch drin sein, oder? Das war schon mal nicht so geil. Aber ungefähr so wie der ersten Runde. Das war okay. Das war besser als beim ersten Mal. Und ich bin zumindest mal vor meiner Zeit minimal. War jetzt nicht mehr. Das war ein bisschen besser, glaube ich, als in der ersten Runde. Ungefähr zeitgleich, minimal schneller momentan. Und das habe ich anscheinend gut gekriegt. Jetzt bin ich 1,5 Zehntel vorne. Wenn ich die ins Ziel bringen könnte, könnte das reichen für Platz 15. Das war auch okay. Sogar fast 3 Zehntel schneller jetzt. Das war nicht so ganz optimal. Ein bisschen was verloren. Eine Zehntel eingebüßt da. 1,35,2. 13. Sehr schön. Jetzt nochmal. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, shit. Jetzt haben wir noch einen Frontspoiler kaputt gefahren. Ja gut, das war's.
Das wird's gewesen sein. Ich kann keine Zeit mehr fahren. Ich bin jetzt schon hinten. Hab kaputten Spoiler. Und ja, das wird nichts mehr. Zeit ist auch um. Bleibt mir nur in die Box zu fahren. Hoffen, dass es für Platz 15 irgendwie reicht. Momentan 14. Zu jammern. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sag ich immer. Immer noch 14, eine Minute noch. Eine Zehntel wäre eben ungefähr noch drin gewesen in der Zeit. Am Schluss da nicht so ganz sauber gekriegt habe, die Kurve. Wenn die noch sauber gewesen wäre, wäre noch ungefähr eine Zehntel bis anderthalb Zehntel drin gewesen, denke ich. 15. Jetzt wird's knapp. Verwarnung, Rasen in der Boxengasse. Okay, ich habe schon wieder nicht hingekriegt. Mist. So, noch bin ich auf Platz 15. Reicht's für Q2? Werde ich es zum ersten Mal in Q2 schaffen? Ich sehe es jetzt leider nicht mehr. Ja, ihre angefangenen Runden dürfen die jetzt natürlich noch zu Ende fahren, die KIs. Ich hoffe, da kriegt mich keiner mehr. So, jetzt ist es Quali beendet. Monitor ist ausgegangen und ich bin 17. Ach, am Schluss doch noch rausgeputzelt. Ach, es ist ärgerlich. Mal sehen, wie weit war ich denn weg? 0,7 Zehntel. Ach, du ahnst es nicht. Hätte ich diese eine Kurve am Schluss noch sauber gekriegt. Ach, Mann. Ja, gut. Wieder nicht ins Q2 geschafft, leider. Aber naja, ich nähere mich. Ich war jetzt so knapp dran, ein Hauch hat gefehlt. Hoffe mal, dass beim nächsten Rennen dann das andere Update auch mal klappt. Und dann wäre ich zumindest wieder ein bisschen schneller und könnte vielleicht diesen Hauch da, diese 0,7 Zehntel, noch rauskitzeln. Aber naja, gut, das war das Quali. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim Rennen dann mit dabei. Die Folgen werden dann morgen oder so kommen. Oder morgen, übermorgen, mal gucken. Auf jeden Fall diese Woche. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und ciao, ciao, euer Conor Drake.